Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 13. November 2018. Wir sollen immer in unserem eigenen Energie bleiben, immer im inneren Gleichgewicht, in Ruhe. Im Ruhe liegt auch die Kraft. Dann sollen wir auf unsere Ausstrahlung achten und das verbessern wir, wenn wir unseren Gedanken und Gefühlen ordnen, immer positiv denken, angstfrei leben. Dadurch ändert sich unserem eigenen Energiefeld. Aber wir haben auch Einflüsse von außen und Einflüsse auch von Sternen. Und das ist ein Tanz, eine ständige Bewegung. Und hier spielen eine große Rolle die Elemente und beeinflussen unseren Alltag. Wir haben vier Grundelemente und das ist Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und es ist nicht immer ausgewogen, sondern immer fehlt etwas. Nicht immer, aber es kommt vor, dass ein Element oder sogar zwei Elemente fehlen und dann brauchen wir die Gleichgewicht. Und wenn wir damit bewusst umgehen, dann kommen wir in Einklang zu Natur und dann haben wir die gleiche Schwingung. Diese Astrologie, was ich vermitteln, ist die indische Berechnung. Und dazu muss ich erklären, dass die indischen Astrologen berechnen die Horoskope anderes, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Es ist eine andere Berechnung, weil die indische Astrologie berücksichtigt, dass unser Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist zwar minimal, aber im laufenden Jahr, hunderten Jahrtausenden, macht es schon was aus und es wird berücksichtigt. Also andere Berechnung, nicht wundern, wenn ich hier erzähle, wo Sonne, Mond und Planeten sich befinden, das ist ganz anderes als in westlichen Astrologie. Nach diesem indischen Berechnung befindet sich Sonne immer noch in Tierkreiszeichen Waage und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement, also ich setze Sonne hier zum Luftelement. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement. Ich setze Mond hier zum Erdeelement. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Merkur hier zum Wasserelement. Jupiter ist auch im Skorpion, setze ich Jupiter hier neben Merkur. Venus ist rückläufig, befindet sich im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Waage und Tierkreiszeichen Jungfrau. Das bedeutet diese Rückläufigkeit entweder, dass noch etwas gebremst, was die Liebepartnerschaft betrifft oder die weibliche Energie ist eher zurückhaltend, bedeutet diese Rückläufigkeit auch Vergangenheit. Jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Oder kommen die Erinnerungen, oft auch karmischen Begegnungen. Und diese Energie wirkt auf dem Tierkreiszeichen Waage, aber wirkt auch auf dem Tierkreiszeichen Jungfrau, weil Venus ist exakt im Grenzbereich. Am 14. November wird Venus stationär, das heißt Venus bleibt am 14. November im Stillstand. Und das fühlt sich so an, wenn nichts bewegen würde in die Liebepartnerschaft und dann wird auch direkt läufig. Aber hier im Grenzbereich zwischen, ihr setzt es mal so hin, zwischen Waage und Tierkreiszeichen Jungfrau. Saturn ist immer in die Mitte, Saturn erdet.
Saturn befindet sich in den drei Zeichen Schütze. Er teilt uns Lernaufgabe auf die Feuerelement 8. Und das ist die Begeisterung, Aktivitäten, Feuer und Flamme zu sein von etwas und diese Leidenschaft auch zeigen. Und das brauchen wir auch, weil wir sehen hier, es gibt keine Energie jetzt im Feuerelement. Und dieses Ungleichgewicht sollen wir in unserem Tag ausgleichen. Und nicht nur Saturn zeigt in diese Richtung, sondern wir sollen damit bewusst sein, die Feuerelement betonen. All das, was uns begeistert, sollen wir in Bewegung setzen. Oder bei Liebe, Partnerschaft sollen wir das auch zeigen, die Gefühle, diese Leidenschaft soll auch in Bewegung kommen. Und das war der erste Teil des Horoskopes und jetzt übergehen wir auf den zweiten Teil. Jetzt sind wir im zweiten Teil des Horoskopes. Bei Sonnenaufgang geht immer noch in Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf nach diesem indischen Berechnung. Ich setze die Tierkreiszeichen Waage hierher. Das bedeutet immer noch für die Waagengeborenen die eigene Persönlichkeit im Ausdruck zu bringen. In dieser Zeit verändert sich oft auch das Aussehen, das Auftreten. Dann folgt die Tierkreiszeichen Skorpion, dann die Tierkreiszeichen Schütze. Ganz unten im Horoskop, dem tiefsten Punkt des Horoskopen, steht die Tierkreiszeichen Steinbock. Natürlich hat das auch eine Bedeutung. Die Steinbockgeborenen brauchen die Fundamente, die Basis, die Sicherheit und Stabilität, beschreibt auch die Wohnsituation und da kommen auch Veränderungen. Dann folgt die Tierkreiszeichen Wassermann und die Tierkreiszeichen Fischen, die Tierkreiszeichen Widder, die Tierkreiszeichen Stier, die Tierkreiszeichen Zwillinge. Ganz oben im höchsten Punkt des Horoskopes steht die Tierkreiszeichen Krebs. Das hat auch eine Bedeutung. Der Wunsch nach Anerkennung, Ansehen. Die Krebsgeborenen wünschen Respekt zu bekommen. Zurzeit suchen sie ihren Platz im Leben. Oft auch die Suche nach die wahre Berufung. Und dann kommt die Tierkreiszeichen Löwe. Und in Geheimnissen liegt gerade die Tierkreiszeichen Jungfrau. Das ist gerade die Unterteilung. Es wird sich bald ändern, weil dann übernimmt die Skorpion hier den ersten Platz als Sonnenaufgang. Aber das sind dann die kommenden Mond-Monatsthema. Und wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten? Sonne selbstverständlich bei Sonnenaufgang. Hier noch im Tierkreiszeichen Waage. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter ist auch im Skorpion. Venus ist rückläufig, morgen wird stationär und übermorgen wird direktläufig. Venus ist im Grenzbereich, exakt im Grenzbereich zwischen Waage und zwischen Jungfrau. Ich setze vielleicht hier die Venus-Energie zwischen den beiden, also hier im Grenzbereich. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Uranus ist rückläufig und bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Neptun ist auch rückläufig in Tierkreiszeichen Wassermann und Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Welche Verbindungen haben wir? Es liegt hier eine Spannung zwischen Venus und Mond. Wenn wir gerade mehr die Waage-Eigenschaften leben in die Liebe-Partnerschaft,
entsteht hier eine Art Spannung und sind auch Hindernisse. Oft kommt das von unseren Gefühlen. Wenn wir mehr die Jungfrau-Eigenschaften in Ausdruck bringen, bescheiden zu sein, zurückhaltend zu sein, kluge Entscheidungen zu treffen, etwas noch genau anschauen, kritisch betrachten, die Liebepartnerschaft, wenn wir das betonen und wir dürfen das erlauben, weil Venus hat einen Einfluss von beiden Tierkreiszeichen, auch von Waage, auch von Tierkreiszeichen Jungfrau. Wenn wir mehr in die Jungfrau-Energie kommen bezüglich Liebe, Partnerschaft, sofort ist die Harmonie da. Dann harmonisiert Venus mit Mond und Mond beeinflusst unsere Gefühlen. Die Mondenergie hat eine Verbindung zum Jupiter und das ist eine sehr schöne Verbindung. Jupiter und Mond stehen auch in Verbindung und hier bei Jupiter-Themen sind etwas zu vermehren, vergrößern und die Skorpion vermittelt die Finanzen. Es sind gerade Gewinnchancen, besonders bei den Skorpiongeborenen, aber durch die Mondenergie auch bei den Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen. Die nächste Verbindung ist zwischen Merkur und Neptun. Merkur hier im Skorpion, hier handelt es sich um Verträgen und um Gesprächen, um eine Nachricht. Und Merkur steht in Spannung zum Neptun. Neptun ist gar nicht einfach zu beschreiben. Die schöne Seite des Neptuns ist die Träume und die Visionen, die Inspiration. Und die Künstler brauchen die Neptun-Energie. Aber Neptun kann täuschend sein und führt natürlich zu Enttäuschungen. Und hier bei Merkur und Neptun Verbindung, bei dieser Spannung handelt es sich um Verträge und hier sind Täuschungen, was zum Geldverlust führen kann, wenn wir bei Unterschrift nicht aufpassen. Andere Seite haben wir aber Glück, Gewinne zu machen, aber die Verträge sollte man genau untersuchen. Bei Rückläufigkeit von Neptun kann jemand sein von Vergangenheit, dass jemand sich meldet von Vergangenheit und täuscht etwas vor, entweder bei Verträgen oder bei Werten. Hier bei Merkur sind nicht nur die Verträge möglich, sondern es handelt sich auch um Gespräche. Also damit können die Skorpiongeborenen und die Wassermanngeborenen rechnen, dass sie einen Vertrag unterschreiben sollen und das ist nicht ganz koscher. Oder kommt eine Nachricht, so lala, man kann auch nicht alles vertrauen, was vermittelt wird. Also achtsam sein bei Verträgen und bei Gesprächen. Und das waren die Verbindungen. Mond befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Uttarakshada und das beschreibt die höheren Ziele, die höheren Wünsche, aber auch das hohe Selbstbewusstsein und darauf sollen wir achten, hohe Ziele, hohe Ideale setzen und auf die Wertschätzung achten und uns verbinden mit unserem höheren Selbst und die Zeitpunkt. Die Zeitpunkt, was nicht von der indischen Astrologie kommt, sondern diese Weisheit kommt von den jüdischen Weisen und beschreibt jeden Tag, welche Zeitqualität herrscht. Jede Stunde hat eine bestimmte Qualität und dort, wo gerade der Mond befindet bei Sonnenaufgang, genau das ist die Zeitqualität für unseren heutigen Tag und die Botschaft ist, wenn wir jetzt etwas starten, dann sollen wir überlegen und den richtigen Zeitpunkt wählen. Wenn wir ein Vorstellungsgespräch haben oder eine Verabredung oder einen Vertrag zum Unterschreiben, überlegen heute, ist das überhaupt der richtige Zeitpunkt zum Handeln?
In die Liebepartnerschaft sollen wir eher zurückhalten, denn sonst entsteht eine gewisse Spannung. Bei Verträgen sollen wir auch nicht sofort unterschreiben, weil da sind auch Täuschungen und das führt immer zu Enttäuschungen. Also das sind die Überlegungen. Wie beeinflusst die Steinbockmond die einzelnen Tierkreiszeichen? Dieser Steinbockmond unterstützt, hilft und bringt Glück für die Stiergeborenen und auch für die Jungfraugeborenen. Unterstützt auch die Skorpiongeborenen und auch die Fischengeborenen. Dieser Steinbockmond spiegelt etwas für die Krebsgeborenen und dieser Spiegel bedeutet, auf die Gefühle achten und im inneren Gleichgewicht bleiben. Unterstützung bekommen die Schützengeborenen und die Wassermanngeborenen, die sind die benachbarte Tierkreiszeichen und es kommt wirklich von Nachbarschaft oder von vertrauter Umgebung Hilfe, Unterstützung. Das ist zum Erwarten. Diese Mondenergie verunsichert die Löwengeborenen und die Zwillingsgeborenen und entsteht eine gewisse Spannung, Nervosität bei den Waagegeborenen und bei den Widdergeborenen. Was noch ganz wichtig ist zum Erwähnen, dass die heutige Mondenergie steht in Verbindung mit Ketu in den Tierkreiszeichen Steinbock und Ketu ist eine karmischen Knoten und das bedeutet alte Karma. Und weil Mond beeinflusst unsere Gefühle, beeinflusst unseren Alltag, es kommen die karmischen Erinnerungen, weil Mond aktiviert Ketu, Mond aktiviert diese absteigenden Mondknoten und das symbolisiert das frühere Leben. Und das war mein heutiger Tageshoroskop und ich habe noch zwei kurze Infovideo und wir übergehen auf diese Aufnahmen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste.
dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.